Vor der Burg Liechtenstein waren diesmal besondere Schönheiten in wallenden Pelzkleidern und auf vier Pfoten unterwegs. Beim Setter Derby, wo sich die besonders edlen und vor allem schönen Rassehunde, die der Setter, präsentierten. Was ist ein Setter Derby? Ein Setter Derby ist eine international besuchte Hundeausstellung. Eben die Setter, und zu der Gruppe der Setter oder der englischen Vorstehhunde gehören auch die Pointer. Das heißt, wir haben die English Pointer, English Setter, Gordon Setter, Irish Red and White Setter und die Irish Red Setter, heute hier vor der Burg Liechtenstein. Was müssen die Hunde hier alles tun? Schön sein. Ganz einfach nur schön sein. Das heißt, wir haben hier zwei Formwertrichter aus England, die Richterinnen, die man hier sieht. Und die beurteilen die Hunde nach ihrem Standard. Der Standard, da ist festgeschrieben, wie der Hund auszusehen hat, groß, klein, dick, dünn, welches Haarkleid er haben soll. Und das wird im Ursprungsland der Setter wird das fixiert. Das heißt, für die English Setter in England, für die Gordon Setter in Schottland zum Beispiel und für die Irish Setter natürlich in Irland. Und nach diesen Regeln wird hier beurteilt, wer das schönste Setter des heutigen Tages ist. Wasinkowitz, Sie haben gerade bei einem Bewerb teilgenommen und den zweiten Platz gemacht. Was wurde da bewertet? Also die Schönheit vom Hund eigentlich, wie er läuft, wie er sich vom Wesen verhält und wie er natürlich gebaut ist, ob die Zähne in Ordnung sind. Und ja, das ist eigentlich auf das Augenmerk. Wie bereitet man sich auch vor auf so einen Bewerb? Ja, da gibt es Ringtraining. Das kann man machen, es wird überall angeboten. Wir sind ja beim Setter Club und da wird es natürlich auch angeboten. Das ist Übung, wie er laufen soll und wie man hinstellt vor allem, damit dem der Richter gut bewerten kann. Und ja, das haben wir gemacht und er macht sehr gut seine Sache. Er wirkt doch recht entspannt. Ja, also es macht ihm Spaß. Unsere Hunde sind keine Moderasse, da sind wir sehr stolz darauf. Die Population ist eher gering und eigentlich sind sie Vorstehhunde. Wir sind Jagdhunde für Feder- und Niederwild und im städtischen Bereich sehr beliebte Familienhunde. Wie sehen Sie das als Züchter? Ja, absolut familienfreundlich erstens, ein super Jagdhund. Ja. Und trotzdem, wie gesagt, in der Familie, im Haus und sehr sensibel. Also man kann ihn auch nicht mit einem Schäferhund vergleichen. Er ist viel sensibler. Da geht mit Strenge gar nichts, nur mit Liebe. Der Setter ist ja, habe ich gehört, nicht so ein richtiger Modehund. Das ist eher ein feiner Hund. Würde ich auch so sagen. Ja, ist Gott sei Dank kein Modehund, weil die Modehunde werden ja auch sehr leicht überzüchtet. Also da scheißt man dann, Entschuldigung, das Wort, aber auf Krankheiten und so weiter. Und beim Setter ist das nicht so. Da schaut man wirklich auf Gesundheit und auf sein Wesen natürlich auch. Und ja. Schauen wir, dass das Beste draus kommt. Der Setter ist sehr auf Menschen bezogen, ist eben ein wunderbarer Begleithund und Familienhund und freut sich immer, mit seinem Herrl oder Frauerl etwas tun zu dürfen. Egal was. Hauptsache, er ist beim Menschen dabei.